vollen Action war die Ministrantengruppe Weihrauch-Junkies auf dem Biolandhof Bleiche in Bad Urach, als Bischof Fürst die jungen Engagierten heute Vormittag besuchte. Fürst packte auch gleich mit an und legte den Eckstein. Was daraus in 72 Stunden werden soll, erklärt Gruppenleiter Florian Metzger. Unser Projekt hier ist ein Biohof Bleiche. Das ist so ein Biohof, der wird bewirtschaftet von Personen mit und ohne Behinderung. Im Anschluss an diesen Hof gibt es auch noch ein Heim und hier soll ein kleiner Streichelzoo entstehen, einfach als Begegnungsstätte für die Menschen mit Behinderung und die Bewohner, Arbeiter, Besucher und vor allem halt auch die Kinder. Bischof Fürst lobt den Einsatz der jungen Menschen. Ich bin hellauf begeistert von dieser Aktion. 72 Stunden für die Orte, für die Menschen dort, ganz freiwillig, mit großer Freude. Und das heißt, junge Menschen engagieren sich für andere, für eine gute Sache. Deshalb besuche ich gerne auch solche Orte. Auch dem Hängebauschwein des Hofes stattete Fürst einen Besuch ab. Das Schwein ist seit kurzem allein im Gehege, da das andere verstarb. Der Bischof beschloss, etwas gegen die Einsamkeit zu unternehmen. Das Hängebauchschwein, das der noch braucht oder die noch braucht, würde ich spenden. Okay, also gut, das ist ja. So ein Leid, das geht ja nicht. Nein, das ist richtig. Dann ging es weiter zu der Pfadfindergruppe DPSG Reutlingen Süd. Dekanatsjugendreferentin im Dekanat Reutlingen Zwiefalten, Julia Rentschler, stellt die Aktion vor. Die DPSG Reutlingen Süd, die legen hier Beete an, eine Anschlussunterkunft, Flüchtlingsunterkunft. Sie bauen jetzt hier, buddeln die Löcher für die Beete, sie machen einen Tomatenhügel, dann wird noch ein Schattenplatz angelegt. Verschiedene Bänke sind heute Morgen schon um 7 Uhr gebaut worden und verschönern hier einfach den Außenbereich der Unterkunft. Auch hier packte Bischof Fürst mit an und er besuchte eine Familie in der Unterkunft. Auch der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck bedankte sich bei den Kids. Er betonte, die ganze Reutlinger Gesellschaft profitiere von der Aktion. Dadurch, dass sie den Menschen, die hier leben, in dieser Flüchtlingsunterkunft, ein Stück Normalität gibt. Gartenpflege, den Anbau von eigenem Gemüse, das ist ein Stück Leben. Die 72-Stunden-Aktion des BDKJ hinterlässt deutliche Spuren bei allen Beteiligten. Freudige Gesichter, wohin das Auge reicht.